Okay. Vor allen Dingen Antigravitation. Heißt es, die haben eine fucking Gravity Gun? Haben die zu viel Half-Life Durch diesen gespielt? Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. Okay, entführe den Güterzug. Ich wollte mitfahren, nicht selbst fahren. Leute. Aber auch nichts Einfaches. Ein Eimer. Herr Molina, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Wir schaffen das, Ohne Ihre Blaskovic. Zügel würde ich fallen. Wir schaffen das. Und da? Oh, das war aber schnell. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? What? Kein Schalter einfach für die Pistole, ne? Oder? Lass den Raketenantrieb herunter. Okay. Wie komme ich denn? Waffen. Pistole. Aber der Schalldämpfer. Wir keinen Punkt für, ne? Nein! Wir brauchen ein scheiß Verbesserungskit. Das hätten wir vielleicht mal bei Gelegenheit tun sollen. Hat mir im ersten Teil echt übel geholfen. Achtung, Sicherheitsprotokoll C3. Bitte Abschnitt 143 beachten. Standard 2K. Gefahrenbereich. Okay. Hallo. Was sollen wir machen? Lass den Raketenantrieb herunter. Hier ist niemand. Geh weg! Guten Tag. Nein! Das war die falsche Taste. Das. Kacke! Das war mir schnell. Das war die ja, falsche Taste. So ein bisschen. So. Ich. Ja. Drücke E zum Fortfahren. Achso, wir fangen da wieder hier an. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Mal gucken, ob wir das gleich so schaffen. Wir haben keinen zum Werfen. Guten Tag, so war das geplant. Wie kriege ich das Waffenrad? Verdammt. Wie sind das? Ah, nein. Waffe und eben, hey, wie komme ich denn die blöde Waffenrad? Ah, das kann nicht wahr sein. Ja, mal kurz hier. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Hey, bin ich doof?
Hey, wie kriege ich denn die blöde Waffe hat? Bin ich bescheuert? Option. Steuerung. Klassenzuordnung. Waffen aus AV. Wow. Yeah. Okay, wir probieren es mal so. Hallo. Ups. Ja, gut. Okay. Meine Fresse. Kann doch nicht wahr sein. So, V war's. Keine Munition weiter drin. Also V. Immer noch falsch das. So, und die ist nämlich mit Schalldämpfer, ne? Genau. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? So, das soll der... Das sollte ja klappen, wollte ich gerade so sagen, weißt du? Oh Mann, Kacke. Dann nach unten. Hier hinten kriegt man auf jeden Fall ein bisschen Munition. So, ist schon voll. Das können wir aber auf jeden Fall gebrauchen. Die Tür ist bestimmt zu. So. Guten Tag. Achso, ich habe die Atombombe ja im Rucksack. Ein Medischock. Ne? Schauen wir mal schön, was hier schön drin ist. Munition fürs Sturmgewehr, sehr gut. Haben wir hier irgendwas? Okay. Wir sind irgendwie in die Richtung. I'm using a 1070 for playing and a 970 for video rendering. So I don't have to one cut the same. So, wie geht's weiter? Hi. Dann ein paar schöne Kisten. Nee, ich auch nicht. Okay, Verständnis für Terroristen finde ich echt unhöflich, was die immer so machen. Ja, das sagen die Richen. Oh, sehr gut. Sehr geil, das brauchen wir. Versuchen natürlich erstmal alles einzusammeln, was wir kriegen können. Ja, das sieht auch sehr praktisch aus. Und da haben wir
Kennen wir gar nicht. Sieht aus wie so ein Mesh-Soldat. So, wir machen erstmal unsere Waffenverbesserung drauf. So. Und zwar für die Pistole den Schalldämpfer. Magnum, hohe Schadenstärke, Rückstoß, lauter. Aber das Magazin verdoppelt, die Magazin wieder aufzählt? Nee, wir wollen den Schalldämpfer, auf jeden Fall. Der Schalldämpfer, der war im ersten Teil, war der echt übelst praktisch. Aber die neue Waffenauswahl, die gefällt mir nicht so wirklich. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich jetzt mit X auf eine Waffe wechseln. Ja! Das ist Schalldämpfer, ich probiere es mal aus. Jawohl. Das gefällt mir sehr gut. So, da oben stehen zwei, glaube. Das heißt, die können wir eigentlich nicht mit dem Schalldämpfer ausschalten. Ja, sieht uns nicht, das sind uns auch nicht. Wir bedienen uns ja erstmal fleißig. Latschen da oben rum. Müssen bloß gleich gucken, dass der andere uns nicht sieht. Ist der General? Nee. So dann. Ah, kommt schon, kommt schon. Läuft doch. Auf jeden Fall noch einer rum, wollte ich gerade sagen. So. Medischocks. Munition. Entschuldigung. Guck mal, hier wäre es auch hochgegangen. Ah, habe ich gar nicht realisiert. Gut. Hat sich erledigt hier. Gucken. Wie kommen jetzt die anderen Bilder? Ah, so war das. Nee. Und ich denn jetzt? Ah, so. Okay. So. Da müssen wir bestimmt gleich hin. Boah, die sehen echt gut aus. Ist schon krass, ne? Jetzt noch was gefunden? Weltraumsurfen! Oh, geil! Haben wir sowas schon mal gefunden? Ich glaube nicht, oder? Richtig cool, da mache ich eine extra Folge draus. Dann such mal alle. Beziehungsweise, da spiele ich alle der Reihe nach ab. Steve Johnson, E-Post. Ja, das können wir jetzt nicht alles lesen. Zum Beispiel einsammeln. Ach, immer die falsche Taste drücke. Damit wir es freigeschalten haben. Oh, hi! So, was haben wir hier? Eine Starkarte von Chris Cave und Abby Cox. Ja, cool. Was haben wir hier? Können wir noch mitnehmen? Alter, wie viel Infos hier es einfach gibt.
Was? Lutz Meyers Forschungsnotiz. Oh, gut, das klingt interessant. Lutz Meyers Forschungsnotiz. Noch erledigen. Arbeiten mit dem Artefakt am Wolfgang delegieren. Termin mit Psychologen vereinbaren. Akustische Halluzinationen dokumentieren. Wolfgang sagen, dass er alle Artefakte aus meinem Labor schaffen soll. Verlegung anfordern. Für die Erweiterung des westlichen Bereichs zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Mascalero-Reservat anfordern. Okay, das sind wahrscheinlich Sklaven, die da aus dem Reservoir kommen. Noch eine Starkarte? Alter. Wie viel? Roger Waxon. Das ist, glaube ich, der erste Deutsche, der den Mond betreten hat, oder? Bin mir da jetzt gar nicht so sicher. So, und jetzt wäre es natürlich hilfreich, wenn wir den blöden Kommandanten finden. Nee. Kommandant, wo sind sie denn? Nein! 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 Boah. Blöder Arsch, ey. Hä? Nur meine Waffe wieder. Okay, jetzt hast du auf jeden Fall wieder Ruhe. Ein paar Medischocks. Hier gibt es noch ein bisschen Weste und mehr Medis. Oh. Munition. Oh, Enigma-Code, die dürfen wir nicht vergessen. Achso, hier an der Wand. Oh Gott. So viel Munition. Könnten eigentlich generell mal aufs Maschinengewehr wechseln, oder? Haben wir ja Munition, also aufs Sturmgewehr. Das schon. V. Mann. Maschinenpistole? Ah, das ist schon Sturmgewehr. Ich dachte, das war die kleine Maschinenpistole, wo wir die Nägel ausgewählt hatten. Oh, kann man hier rein? Ja. Guck mal, hier hätten wir mal die Seite wechseln können. Yeah, you're right. A little bit like Doom, it's have a lot from an arena shooter. But I think it's not bad. The ID software helped machine games by this game and machine games help ID software. So it's a little bit the same, it's all Bethesda. So, aber wo geht's jetzt weiter? Hallo, hallo, hallo. So, dann schauen wir mal. Gehen wir zum Kommandanten hoch und machen mal das Triebwerk frei. So. Hier gibt's nichts mehr für uns. So. Was? Oh nein, komm, was sind das denn für Vögel? Alter, was? Da ist da gerade? Freddy Young. Oh, sieht auch gut aus, das Bild. So, wie komme ich raus? Hier komme ich wieder mit Escape raus. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Oh so, wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Ich halte den Raketenantrieb ein.
Hier unten. Lass uns mal gucken, dass wir mal den Kunden da loswerden. Na? Yep. Dann mal rein und ab dafür, alter Mann. Du bist nicht alt, BJ. Bist nicht alt. Nein, 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 nein. So. Okay, wir bewegen uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Hey. Ist das eine Pumpe? Entschuldige bitte, ich müsste hier mal durch. Schockhammer ist das Ding. Jo, soll vorkommen. Listen up, your skills are wanted. Achso, um Leute zu bespitzeln praktisch. Ja, die liegen jetzt so. Ja, und Häufchen oder was? Geil. Ja, die schlafen jetzt hier, würde ich behaupten. Das sieht geil aus, sein Helm, Alter. Gibt es da bestimmt was zu finden? Nö, schade. Oh. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Boah, ja, ich habe gewusst, dass sich der Schalldämpfer lohnen wird. Und ich bei der New Order war das schon extrem praktisch. Lecker! Okay, die haben so Schlafquartiere auf jeden Fall die ganze Zeit. Aber die haben nichts dabei, wenn ich das so richtig sehe. Ja, da vorne ist die Steuerkonsole. Also noch zwei Notsitze. Fährt den Zug denn niemand? Oder bin ich jetzt zurückgelaufen? Ah, ich bin zurückgelaufen. Ach, ich bin doch dämlich, ey. Das eine geht hier oben lang, das andere unten. Wir müssen aber hier lang. Ja. Taken your German lessons? There you come, lad. Oh, vielen Dank.